Hey Leute, und es geht weiter im Bonuskapitel von Awakening der Wald der roten Blätter. Ja, unsere kleine Sophia Junior hat sich selbst eingesperrt, damit wir sie erretten dürfen. Und das werden wir natürlich versuchen. Ringbolzen, Rosenschere, Haken sind so das, was wir gerade im Inventar haben. Und ich sollte hier irgendwas machen. Tippe auf die Knöpfe, um die Anzahl der Punkte zu verändern. In jeder Reihe und Spalte soll jede Anzahl von Punkten 1 bis 4 nur einmal vorkommen. Ja, also so, nur wahrscheinlich in 1000 verschiedenen... Ihr wisst schon. Das sieht ja schon mal gut aus. Machen wir mal das Rote hier weg und lassen die drei drinne. Das ist auch in Ordnung. Was hatten wir hier noch nicht? Die vier hatten wir schon. Die hatten wir da noch nicht. Das heißt zu viel. Das ist auch in Ordnung. Die ist nicht in Ordnung. Die ist nicht in Ordnung. Die da oben sollen ja bleiben. Das ist ganz praktisch, finde ich. Wenn wenigstens eine Linie bleibt, ist es ja doch immer ein bisschen einfacher. Aber wie kriege ich denn... Okay, wenn hier eine 1 hin muss, dann muss die 1 weg. Das ist ja wohl dann klar. Und schon hat man den Salat. Pipapo, la la, la la. So. Das mit der 4 ist auch in Ordnung. Irgendwo ist jetzt noch ein Fehler. Wahrscheinlich alles falsch. Alles. 2, 3, 4, 1. Nur die 2 Einsen. Das ist nicht richtig. Ich weiß aber auch nicht, was ich dann machen könnte. Ich könnte natürlich alles auch wieder hier ändern. Aber habe ich ja natürlich keine Lust so. Ist doof. Ach so, die 4 ist jetzt doppelt. Auch doof. Quatsch, da kann keine 3 hin, weil die ist da oben schon. Das geht ja nun nicht. Ach, das ist immer so nervig. So, hier sind aber wieder 2 Vierer und da sind 2... So, es geht auch nicht. So geht es, geht auch nicht. Der könnte gehen. Ach ja. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und was stimmt jetzt nicht? Bin ich doof? Was stimmt denn jetzt nicht? Ach so. Ja. Warum? Wieso, weshalb, wieso? Jetzt hat er das richtig gemacht und ich habe schon wieder vergessen, was er richtig gemacht hat. Das ist blöd. Eine rote 2 kann es aber nicht sein. Ich glaube, der hat hier eine 1 gemacht. Ich weiß es gar nicht. Ach, ach, ach. Kein Problem. Alles schon tutti. So, jetzt ist sie schnell weggehüpft. Die kleine Maus. Ich brauche einen Aufziehschlüssel. Keine Chance, an das Teil zu kommen. Hm? Ist das hier ein Ei? Ein Schwamm. Sieht aus wie ein Dinosaurier-Ei. Ein Aufziehschlüssel. Ist es der? Nö. Nö, nö. Das ist so, so sternmäßig ein Schwamm. Mit dem Schwamm kann ich das Bild sauber machen. Denke ich mir gerade. Ich mache ja immer direkt das so, was mir überhaupt einfällt. So, das habe ich sauber gemacht. Nächstes Rätsel. Wähle ein Objekt der Szene aus, um es von der Liste zu entfernen. So, sie gehört nicht rein, die Eltern von ihr auch nicht. Das, die ganze Geschichte ist falsch. Okay.
Okay. Ich krieg das hin. Ich krieg das schon hin. Ist alles hier voll crazy. Total crazy. Was haben wir denn überhaupt noch? Z und M und Pfeile und Pi und Po und... Da war noch einer. Da ist auch noch was. Zählt das auch? Nö. Wo ist denn dieses Z? Irgendwas muss es ja jetzt hier wieder geben, sonst wäre es ja nicht auf dem Kopf. Das ganze Ding hier. Sieht aus wie so ein Jesuskreuz hier. Die arme Sophia muss ich ja auch manchmal abschleppen. Nein, Quatsch. Was rede ich hier? Das ist ja schon schlimm, was ich hier sage. Aber es ist halt auch immer die Frage, ob es halt wahr ist, ne? Wenn man dran glaubt, dass das wirklich früher passiert ist mit Jesus und so. Es wurde ja nie bewiesen. Wenn man dran glaubt. Also ich meine, was klar ist, dass es früher solche ganzen schrecklichen Methoden gab, ne? Kreuzigung und so, das ist ja schon bewiesen, dass es das gab, aber das muss unglaublich schlimm gewesen sein. Also, da so eine Infektion da, das zu sterben, das ist schrecklich. Also ganz schrecklich. Früher war es schlimm. Aber zurück zum Bild. Ich suche ja, das und das, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts. Wo ist da was? Ist da das Z so als Schnur? Hm. Das war jetzt... Also, man kann es auch übertreiben. Das war jetzt ein bisschen too much, finde ich. Jetzt muss man schon in die Kleidung gucken, ob es da das Symbol gibt. Das ist ja noch schwieriger. Das ist der letzte. Ich klicke einfach mal rum. Hier gibt es ja kein Einfrieren. Ach, da war's. Ja, alles klar. Gefunden. Mit Glück. Diese sechseckige Scheibe scheint das Schloss des Safes zu sein. Leider kenne ich die Kombination nicht. Mhm. Aber ich kann den Schlüssel nehmen. Truhenschlüssel. Ach so. Ja, gut. Truhenschlüssel, dann haben wir jetzt den Schlüssel für die Truhe. Wunderbar, dann wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich mit einem Flock sichern? Ach ja. Wo war denn das jetzt? Es war doch hier, nee, es war hier, warte, nee, da. Und dann da hinten und dann hier, da war das. So, hier ist die Truhe. Aber das ist nicht die Truhe. Das ist die Spielzeugkiste. Natürlich. Claro. Klar. Wo gibt's denn hier eigentlich Rosen, die man beschneiden könnte? Und was ist mit den Ameisen? Und welche Truhe kann ich überhaupt aufschließen? Fragen über Fragen. Das Schachding, da fehlt immer noch, ne? Ja, zwei Schachfiguren fehlen da sogar. Menno. Was habe ich denn jetzt? Ich habe noch irgendwas, was verschlossen ist, was ich aufmachen kann. Jetzt habe ich ja nicht den Schlüssel und weiß nicht, wo. Eine Lupe brauche ich, eine spezielle. War hier nicht was verschlossen? Ja, die vielleicht? Juhu! Okay, was habe ich? Eine Feuersphäre. Die vielleicht? Als Auge für den kleinen Feuerdrachen. Ist ja auch ein kleines Baby. Kleiner, süßer. Ach, ich kann auch noch weiter zurück. Stimmt, ich kann auch noch hier hin. Da soll der Tropfen rein. Aber hier war sonst auch nichts mehr, ne? Nö, dann
Feuersphäre, Feuersphäre. Ach, der, nein, nein. Muss es ja noch irgendwas geben? Vielleicht ja hier der hier? Nee, der will irgendwie... Der schlafende Stein will irgendwie was ganz anderes die ganze Zeit. Aber er hat doch Rosen da drauf. Kann ich die nicht da... Nee? Hm. Vielleicht kommt das ja noch. Dann hilf mir mal, Uhu. Ah, zu gefährlich, muss sie mit einem Flock sichern. Das ist bestimmt mit Flock gemeint. Aber das ist jetzt aber auch ein bisschen doof übersetzt dann, weil unter Flock verstehe ich halt wirklich so aus Holz so ein langes Ding, ne? Womit man Vampire tötet, so ein Flock. Und nicht hier so ein Jahrmarktslutscher. Okay, ach ja, die süße Kleine, die schläft hier schon. Ist ganz kaputt vom Spielen. Mhm. Ja, ich... Da ist noch was. Das ist bestimmt das Spielzeug. Nee, das ist der Aufziehschlüssel. Das passt da nicht rein, ne? Nee. Was haben wir hier? Das Fenster ist fest verschlossen. Hier ist auch noch was. Weiße Farbe. Das Fenster... Nee, ja. Hm. In unseren Geschichtsbüchern steht, dass diese Djinns der Königin einst bei ihrer abenteuerlichen... Reise zum Sonnenspitzturm geholfen haben. Ja, das stimmt. Und hier haben wir ein Schiff. Wie komme ich an die Schriftrolle? Was haben wir hier? Niespulver. Mensch, was wir hier alles tun können. Wie komme ich an die Schriftrolle mit dem Haken? So, genau. So, was haben wir jetzt? Notenblatt. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Gut, dann gehen wir erstmal wieder hier raus. Sie kann da ja ein bisschen weiter dösen. Notenblatt. Niespulver. Ich versuche halt immer die Ameisen nebenbei zu vertreiben. Ne, ist in Ordnung. Hier. Was könnte sie denn in der Hand halten? Die Feuersphäre vielleicht? Ach, den Haken haben wir sogar immer noch. Mhm. Passt die da rein? Was ist doch schön rund. Das passt da so rein, so. Wisst ihr? Und dann, ja, Tor auf. Nicht? Na gut. Dann benutzen wir den Aufziehschlüssel. Und bekommen einen mechanischen Greifer, natürlich. Oh Gott. Passt das hier vielleicht da rein? Ah, okay. Dann haben wir ja schon mal eins. Wo kriege ich nur jetzt das andere her? Und was hat es mit dem mechanischen Greifer auf sich, bitte? Nö? Die Kombination vielleicht durchs Notenblatt? Nee. Dann... Habe ich auch die Kombination nicht. Hier brauche ich wieder mal die Lupe. Hier brauche ich wahrscheinlich den Pinsel oder so. Ah, ist hier noch irgendwas, was ich mit einem mechanischen Greifer benutzen könnte? Ich brauche eine Feder für das Zauberbuch, ja. Nee, das haut nicht hin. Ich weiß nicht. Die Tropfen passen da auch nicht. Ich bin ein bisschen überfragt, was ich mit dem Notenblatt, dem Greifer und dem Niespulver jetzt machen soll. Ich gehe einfach mal hier lang. Vielleicht kann ich mit dem Niespulver ihn hier... Ah, okay. Okay, ja. Was habe ich gesagt? Ich soll das Unkraut entfernen und dafür habe ich doch meine Schere. Meine Ideen sind also doch nicht immer so falsch. Super. Toll, jetzt können wir da zum geheimen Garten. Toll, hier war noch keiner. Nur wir, ganz alleine, heimlich, dürfen jetzt hier rumlaufen. Was haben wir hier Schönes? Diese Rosen wurden extra für jede Königin gezüchtet. Das ist die Rose der Prinzessin.
Aber wo ist die von Königin Sophia? Ist ja nett. Nette Idee, ne? Soll ich sie weiß machen, so à la Alice im Wunderland, wie man die Rosen rot? Nur in dem Falle weiß. Hier haben wir die Augen für den Drachen, das sehe ich schon. Und was stand hier? Die königliche Familie versteckt Dinge, aber auch an den obskursten Orten. Obskursten. Dachte, sind das Vögel? Vogelfamilie wirkt aber traurig. Vermissen sie vielleicht einen Vogel? Kleine, dicke Spatzen hier. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier machen soll. Kühlspray. Was hier alles so rumliegt. Also, naja. Ist immer dasselbe. Gut, ich gehe mal wieder erstmal, ne? Wir gehen zurück. Wir geben dem Drachen die Augen. Ich könnte natürlich auch eigentlich mal die Karte immer benutzen, aber irgendwie mache ich es dann doch immer so. Dann merke ich mir die Wege auch immer und gucke nochmal immer zwischendurch, was es zu tun gibt. Wir haben die Drachenfigur. Das ist bestimmt das Spielzeug, was sie wieder haben will. Aber vielleicht könnten wir hier doch noch was tun. Aber wir haben keinen Pinsel. Kühlspray. Mit dem Kühlspray vielleicht die Ameisen. Endlich mal. Jo, das finden die nicht so toll. Ganz und gar nicht. Oh, wir dürfen mal wieder wimmeln. Ich habe immer das Gefühl, wir haben nicht viel gewimmelt in diesem Spiel. Holzkrug. Apfel, Apfelstück, 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 Apfelstück. Ich sehe nur einen ganzen Apfel. Ist ja auch egal. Origami. 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 Sahne wäre nicht schlecht. Hier ist Sahne. Aber vielleicht ein Behälter. Leeres Glas. Ein frisch gepresster Saft wäre jetzt gut. Dann packst doch... Achso, wir brauchen ein Presseding. Moment. Warum geht das nicht? Ich möchte das gern machen. Kapiere ich gerade nicht, warum ich das nicht verbinden kann. Hier ist Origami. Marienkäfer. Keksdosen mache ich noch nicht. Ahornblatt vielleicht. Da. Tomate hatte ich schon gesehen. Libelle und Drachenfrucht. Libelle und Drachenfrucht. Sind das nicht diese kleinen... Nee, das sind nicht die kleinen gelben. Sind das diese roten? Nee, das sind Granatapfel. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich sehe, dann... Ist das die Drachenfrucht? Ja. Okay, Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen? Njam, njam, oh, Erdbeerkuchen. Ich hätte schon mal die Erdbeeren. Und hier habe ich ein Messer, um mir eine Scheide abzustellen. Messer? Soll das ein Messer sein? Ja. So, jetzt habe ich eine Scheibe. Brot. Nom, nom, nom. Sandwich soll ich mir machen. Auf. Ja, wo, wo? Wo, wie, wo? Lass ich das da einfach liegen? Sandwich, was ist das denn? Was ist das hier? Ich will, will. Das waren die Apfelstücke, alles klar. So, fehlen nur noch die Dinge, die ich tun soll. Ich möchte einen Erdbeerkuchen machen. Ist das der Kuchen? Aber die Sahne wäre nicht schlecht. Ah, hier habe ich noch was. Keksdose, ist das vielleicht irgendwie der Deckel? Ah, okay, ich glaube, das sind so für die Keksdose hier die Deckel. Geschichten. Dann noch ein Herz und ein Karo. So. Das wäre dann die Keksdose. Schon mal erledigt. Wie, aber warum geht das jetzt mit der Orange, ne? Orange nicht? Ach so. Okay. Ja. Klar. Gut. Sandwich. Also das Brot habe ich schon mal, aber das
Wir bräuchten ja noch ein paar Sachen dazu. Ah, so. Die andere Hälfte war schon fertig. Ich suche die ganze Zeit nach Salat und so, weil ich dachte, ich muss es jetzt alles selber machen. Und der Erdbeerkuchen natürlich. Aber der will Sahne und die Sahne ist hier und ich könnte mir Sahne selber machen. Und sie, ach so, da war auch schon wieder was drinne. Mhm. Ohne Belag ist der Kuchen. Hier, Erdbeerkuchen. Tada, Erdbeerkuchen. Okay, ich denke viel zu kompliziert. Ich denke, ich muss hier mal alles selber machen. Aber gut, ein Erdbeerkuchen ist kein Erdbeerkuchen ohne Sahne anscheinend. Und dann kriegt die kleine Maus mal ihr Naschen. Die ist ja aber nicht mehr hier drinne, denke ich mir gerade. Macht aber nichts, weil... Nee, macht doch was. Das ist nämlich nicht das... Na gut. Schade, schade, schade. Das machen wir nochmal eben hier. Hier, naschen. Drachenfigur. Wolltest du nicht was Süßes? Verzauberte Süßigkeit. Bitte schön. Well, you need the Blade of Courage. He's at Redleaf Gate. Go! Mit so einem schönen Sahne verschmierten Mund jetzt auch noch. Schickt sie uns los. Mit, was haben wir hier? Die Lupe wahrscheinlich? Ja, wir haben endlich die Lupe. Ja, dann würde ich sagen, das werden wir ja wohl dann direkt im nächsten Part machen. Und mal gucken, wohin es uns dann wohl noch so führen wird. Ich bleibe jedenfalls mal hier beim Baumhaus stehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.